willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf einem normalen Foot-Account und wir haben da vorhin so, ich glaube, 3 Teams gebaut. Ja, das hier ist eines davon. Und wir wollen jetzt gleich mal eine Runde spielen. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir erstmal den Klose-Test weiter fortführen. Das heißt, dieses Spiel hier wird jetzt mit, na, wo ist es? Klose Last weitergehen, erstmal beginnen. So, machen wir uns mal die Bank voll hier. Übrigens, mein Mund ist immer noch ein wenig taub und deswegen bin ich auch so ein bisschen am Rumschmatzen und sowas. Das bitte ich zu entschuldigen. Ja, ich weiß auch nicht, der hat mir hier so viele Spritzen in die Fresse gejagt, es war schon nicht mehr feierlich. So, jetzt hier sollten wir vielleicht mal ein bisschen was an der Fitness tun. Aber da haben wir ja eigentlich genug und deswegen passen... Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ah, ich bin schon wieder so durch hier. Es tut mir leid, aber im Spiel werde ich mich jetzt mal richtig am Riemen reißen und das Ding hier shippen. Und vor allem wird der Klose jetzt mal aufblühen. Das muss jetzt einfach so sein. Also sonst raste ich aus. So, ich gucke jetzt auch hier nochmal kurz. Ich glaube, ich werde das hier nochmal wechseln, weil De Rossi ist eher hinten als Marquisio. Und ja, falls dann hier der... Ach nee, eigentlich müsste ich es andersrum machen. Wisst ihr, dass Marquisio so ein bisschen mit dem Pace noch aushilft? Schwere Entscheidung, aber ich glaube, so viel wird sich das auch nicht nehmen. Und deswegen starten wir jetzt mal. Vielleicht machen wir mit unserem Vidal ja auch so einen Longshot, wie der Gegner jetzt neulich gegen uns, irgendwie aus 40 Metern. Wäre ja mal ganz nice. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich muss sagen, mir gefallen Einliegen-Teams, also von der Stärke her, relativ gut. Ich muss auch sagen, ich habe gegen Einliegen-Teams meistens größere Probleme als... Hast du vielleicht nochmal was anderes? Ja, danke. So. Alles klar, ich habe gegen Einliegen-Teams meistens größere Probleme als gegen Hybrids. Und ja, deswegen, mir persönlich, ja, wir spielen auch gegen ein Serie A-Team und auch nur eine Liga mit Bitch Babo, dazu noch Palacio, Hamžik, Vidal, Hernanes und Pogba. Ja, ein sehr kampfstarkes Mittelfeld. Links Amero, rechts Abate, dann noch Benatia und Chiellini und noch der liebe Herr Marchetti war es, ne? Ja, Benatia können wir uns natürlich auch da reinstellen, falls Vidic verkacken sollte. Wie gesagt, ich habe ihn auf PS4 noch nicht gespielt, deswegen kann ich da noch nicht allzu viel zu sagen. Aber ja, wir testen es erstmal so mit dem Vidic. Und ja, der wird einfach abgehen, muss er ja. So, aktuell geht er noch überhaupt... Na, katastrophal. Na, gut, macht er erstmal Pause hier. Der passt schon wieder, sollte natürlich nicht zum Gegner gehen, sondern zu uns eigentlich. Er drückt jetzt hier erstmal Pause, ich weiß nicht, manche Leute spekulieren tatsächlich darauf, dass man da nicht drauf achtet und er dann sozusagen mit Palacio durchrennen kann. Da er jetzt aber hier noch ganz schön laufen lässt, gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus und denke eher mal, dass er entweder eine Runde kacken geht oder irgendwas auswechselt. Kann natürlich auch sein, keine Ahnung, vielleicht hat er noch Ronaldo auf der Bank. Und bringt den jetzt erstmal, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und wir müssen uns jetzt natürlich an die Eier packen, wenn wir dann jetzt hoffentlich gleich den Ball haben und das Spiel weitergeht, weil er lässt tatsächlich alles durchlaufen. So, gleich weg hier das Ding. Aber er scheint auch schon wieder dran zu sein, weil Palacio ist eben auf uns losgestürmt. So, da sind wir jetzt hier aber gegen Amero. Glaube ich aber da vorne, der liebe Herr De Rossi. Da werden wir das Ding... Oh, scheiße. Arturo... ich habe das Ding extra direkt genommen, weil ehrlich gesagt habe ich sogar gedacht, dass das Ding dann stärker kommt, also gefährlicher, nicht stärker. Schön von Candreva direkt wieder mit nach hinten gearbeitet. Na, Ignacio, ich habe dich aber rangezogen. Palacio will hier nur durchstarten und, oh, richtig starkes Ding. Ich glaube von Vidic, richtig stark. Da vorne läuft Miro Klose. Nee, Vidal, wo ist eigentlich Klose? Mal ganz ehrlich, wo ist Klose? Den habe ich davor schon nicht gesehen, wo wir mit De Rossi geschossen hatten. Läuft der jetzt gerade ins ZM? Nee, das ist Marquisio. Wo wir da mit De Rossi geschossen hatten, auch da stand nur Vidal vorne. Da ist der Klose. Ah, okay, alles klar. Jetzt aber mal wieder hier aufs Spiel konzentrieren und jetzt das 1:0 fangen. Schade. Gut. Ausloppen lassen konnte Vidic, denke ich mal, nichts machen. Müsste Vidic seine Seite gewesen sein.
Also was heißt, konnte nichts machen, konnte natürlich was machen, aber kam dann natürlich nicht mehr hinterher. Können wir uns mal angucken, wenn das laufen lässt, lässt er natürlich. Ja, da war Hamšík an Vidic vorbei und der kommt da natürlich mit ein paar 50 Pace nicht mehr hinterher. Gut, das Schöne auf der PS3 an ihm war, ich meine, auch da hatte er natürlich schon keinen Pace, aber das Schöne an ihm auf der PS3 war, dass er sich eigentlich nie hat überloppen lassen. Und das jetzt, da vorne ist die Lücke. Ist das ein schlechter Pass? Ja, ich weiß, ich bin der Klose Flamer, aber das war einfach schon wieder ein katastrophaler Pass. Und was ist das jetzt hier, Kollege? Willst du das Spiel unterbrechen? Sieht mir stark danach aus, weil es vorher überhaupt nicht geleckt hat. Naja, schauen wir mal. Nein, soll jetzt keine Anschuldigung sein, aber sieht schon ein bisschen sehr seltsam aus hier. Wenn es jetzt von meiner Seite ausbricht, entschuldige ich mich, aber ich glaube, wenn es abbricht, bricht es von seiner Seite aus ab. Mit dem jutenalten Klitsch hier, dass man irgendwie den Sieg dann direkt gutgeschrieben bekommt und er gar nicht weiterspielen muss. Gut, aktuell ist das natürlich so auch unspielbar. Das ist für mich natürlich die Frage, wenn das jetzt so weitergeht, ob ich dann nicht erst nochmal warte und euch in ein neues Spiel reinhole. Weil ihr seht das hier, das ist komplett nicht spielbar. Und ich bin mir wirklich relativ sicher, dass die Lags vom Gegner ausgehen und auch geplant sind. Weil es war vorher überhaupt nichts und dann geht er 1-0 in Führung und die Lags gehen los. Hm. Kann ich natürlich nicht beweisen, aber ich gehe davon aus. Nee, wir werden das Spiel jetzt hier gleich unterbrechen. Also ich werde euch kurz rausschmeißen. Vielleicht die Aktion hier irgendwie noch mit Quadrado durchfahren, mit denen ich denke, dass ich hier irgendwie nur. Na gut, ich komme hier noch nicht mal ordentlich zum Schuss. Mit denen ich. Jetzt ist es auch weg und die Verbindung ist 100% von ihm weg, ganz genau. Ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass das dieser Abbruchklitsch war, seinerseits. Ich meine, ich bin zufrieden damit, weil wir können uns einen neuen Gegner, der vielleicht ein bisschen fairer spielt, suchen. Und ich bin mir 100% sicher, weil die Lags fingen direkt nach dem 1-0 an. Ich kann ja mal ganz kurz was zu dem Klitsch sagen. Das ist irgendwie so, wenn man seine Internetleitung irgendwie zum Laggen bringt, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es auszuführen ist, aber mir wurde dieser Klitsch schon mitgeteilt von einem, dem ich auch ganz sicher glaube, also es war jetzt nicht irgendwie ein No-Name, der mal irgendwie mir was erzählt hat, also dem glaube ich ganz sicher, dass das funktioniert, er selber weiß, glaube ich, auch, wie es geht. Und er hat mir gesagt, dieser Klitsch kann eingesetzt werden, sobald man selber 1-0 führt. Das heißt, durch diesen Abbruch hat er jetzt natürlich nicht eine Niederlage oder auch nur ein Unentschieden oder sowas. Nein, durch diesen Abbruch hat er jetzt das Spiel gewonnen. Das heißt, er hat zwar nur 1-0 gemacht, aber durch diesen Abbruch-Klitsch hat er das Spiel jetzt gewonnen. Und wie gesagt, hier ein schönes Non-Rare-Teamchen und ich würde mal sagen, er hat Erfahrung mit FIFA, weil es spielt keiner einfach mal so in Liga 1 ein Non-Rare-Team. Ist einfach so. Und deswegen sollten wir uns da natürlich an den Sack packen. Und ja, jedenfalls, ich bin mir sicher, dass das dieser Abbruch-Klitsch war und er jetzt halt einen Sieg hat und wir aber dadurch auch keine Niederlage. Ich hätte ehrlich gesagt das Spiel lieber komplett durchgespielt, weil, ja, ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen bitchy in diese Richtung. Aber naja, jetzt sollten wir uns hier auf den Gegner konzentrieren. Weil der jetzt auch schon gleich mal wieder nach 2 Minuten aufs Tor schießt. Ich weiß nicht, irgendwie unsere Tests gehen in letzter Zeit nur noch in die Hose. Was jetzt so die Ergebnisse anbetrifft. Kantre war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum er nach hinten läuft. Aber macht er halt, ne? So, Draxler ist durch, ich komme hier überhaupt nicht mehr hinterher. Und jetzt der Nachschuss von Eder. Absolutes Glück nur noch, dass der Ball nicht reingeht. Und es tut mir leid, aber ich muss Vidic auswechseln. Das war jetzt eben schon wieder das Laufduell zwischen Vidic und Draxler und ich komme halt überhaupt nicht hinterher. Und das ist zu gefährlich, nee. Ich wechsle jetzt nur Vidic aus. Vidic haben wir auch in einem anderen Team, das heißt, da können wir ihn dann mal zentral testen. Vielleicht läuft das dann besser, aber ich brauche jetzt hier auf der Position. Oh nein, sag nicht, wir haben. Scheiße, natürlich haben wir keinen Innenverteidiger dabei. Ich meine, Naldo ist jetzt natürlich paceig, aber ehrlich gesagt nicht so das, was ich mir für diese Position gewünscht hätte. Aber naja, okay, bringen wir halt Naldo. Da habe ich jetzt hier natürlich vergessen, die Bank zu machen in diesem Team, weil ich ehrlich gesagt auch nicht auf eine Auswechslung spekuliert habe. Der Rest wird auch in diesem Team definitiv so bleiben. So, Virinha kann Quadrado erstmal abfangen. Bringen wir erstmal zentral auf Klose. Nochmal rüber auf den Cantreva.
So, Kandreva, spielen wir nochmal auf Klose. Aktuell attackiert er nämlich überhaupt nicht. Und deswegen schießen wir jetzt mal und Kandreva macht das Ding jetzt rein, ja. Total lucky, aber ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ehrlich gesagt ist er auch selber schuld, weil dieses Tor kann er definitiv verhindern, indem er mich einfach mal vorher attackiert. Ich meine, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass dieses Ding von Klose da so zu Kandreva abprallt. Aber ihr habt es gesehen, er hat mich 0,0 attackiert, hat nur versucht, die Räume zuzumachen. Und das ist dann auch der falsche Ansatz. Man darf den Gegner natürlich auch nicht zu viel machen lassen. So, hier kommt wieder der Lobpass, aber den können wir abfangen hier mit Chiellini. Er spielt sehr bedacht. Bis jetzt gefällt mir das ziemlich gut sogar, wie er spielt, muss ich mal zugeben. Außer seine Abwehraktion da eben. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er das jetzt zurückfahren wird. Aber offensiv scheiße gefährlich. Das heißt, er wartet und wartet und wartet, bis eine Lücke da ist. Er macht doch ganz gern mal hier diesen Move mit nach hinten nehmen und sowas. Aber ja, und dann kommt immer dieser Lob und der geht bei ihm immer durch. Das ist unglaublich. Aber das macht er gut, muss ich halt so eingestehen. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, wie ich das verhindern soll. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf defensiv schalten sollte. Ich mache das nicht gerne. Aber ihr seht das, ich werde hier nur ausgelobt, aber gut ausgelobt. Da muss ich ihm halt echt mal hier ein fettes Lob geben. Weil ich meine, Lobs einfach so blind nach vorne spielen kann jeder. Aber er kann diese Lobs, die ja sozusagen hundertprozentig ankommen. So, das ist scheiße Konzentrationsarbeit gegen ihn hier. Da muss ich mich komplett durchgehend konzentrieren, sonst fange ich direkt den nächsten Angriff von ihm. Klose, Ball durchlassen. Naja, Tripling ist auch mal ganz nice. So, jetzt hier erstmal auf Marquisio. Ja, Marquisio. Oh, wo bringst du den hin? Ah, Arturo Vidal, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Natürlich habt ihr das gesehen. Hier nochmal einen zurückgelegt. Auf Daniele De Rossi. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. So, Eder. Draxler. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist Draxler in diesem Spiel nicht so eiskalt. Oh, und der macht mich mit den einfachsten Doppelpässen. Aber das macht er einfach verdammt stark. Das muss ich einfach sagen. Das macht er verdammt stark. Er lockt mich. Ich nehme es an und er überloppt mich. Das ist unglaublich. Und das sollte ich dann vielleicht mal irgendwie... Da sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Und jetzt ist hier hinten, hier vorne aber auch überhaupt nichts. Abwehrmäßig... Ja, ich muss jetzt auch wieder auf Offensiv schalten. Da muss ich jetzt riskieren, ausgelobt zu werden, beziehungsweise auf ausgeglichen. Aber vorne habt ihr jetzt eben gesehen, habe ich überhaupt keine Leute. Und ich kann mich gegen ihn einfach nicht auf einen 1:0 ausruhen. Das geht nicht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nur eine Bude fangen werde. Deswegen brauche ich eine Bude mehr. Also, der Klose, der will mich einfach nicht erfreuen. Ich weiß es nicht. Jetzt läuft er da in seinen Gegenspieler rein. In seinen Mitspieler. In Gegenspieler wäre ja okay. So, hier schneller Lob auf Varela, der den Finesse versucht. Ja, jetzt langsam ist dann auch der Ausgleich mal für den Gegner drinne, würde ich sagen. Oh, da vorne ist da... Steht da wer? Oder ist der jetzt da vorne komplett frei im Abseits rumgepimmelt? War der jetzt da vorne echt im Abseits oder stand da noch irgendwie ein Verteidiger? Das war jetzt mal sehr seltsam. So, bringen wir erst nochmal hier einen auf den Klose. Jetzt vielleicht mal irgendwie ein bisschen schneller hier mit Miro zusammen. Hier nochmal einen rüber auf den Vidal. Jetzt vorne läuft Klose. Machen wir auch mal einen Lob, aber bei uns klappt das nicht. Hat er gut verteidigt hier. So, Virinha. Na? Na? Kommt ihr? Oh, Jungs, Alter. Da laufen sie alle am Ball vorbei. So, jetzt mal hier einen Abschluss. Aber nicht so pralle pariert von Handanovic. Hat da lieber ja Ogo mal aufs Tor geschossen. Eckball kommt. Handanovic wieder dran. Alter, die Statistik wird ziemlich gegen mich sein. Hüpf. Danke. Nein, nicht Abpraller. Varela macht er hier schön mit einer Schusstäuschung noch. Erstmal hier vorne auf Miro. Müssen wir aber nochmal nach hinten ablegen. Und jetzt wieder vorne. Ist das ein schlechter Pass von De Rossi? Nein, das schiebe ich nicht auf Klose. Das schiebe ich auf De Rossi. Komm, De Rossi. Sehr schön. So, Miro Klose. Ja, macht er jetzt von hinten gut mit De Bruyne. So, schön hier das Ding von Vidal erobert. Müssen wir Abate nochmal auf die Außen bringen. Und jetzt nochmal hier über die Außen. Auf Cuadrado. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er da macht, aber er ist halt da. Und da kommt Miro Klose. Hat er ganz schön den Kopfball angesetzt. Ist jetzt nicht die allereinfachste Position, deswegen will ich ihm da jetzt mal nichts anhängen. Und da steht irgendwer.
Naldo kann auch schießen, aber da steht noch wer im Weg. Und da läuft er uns hier den Ball ab, aber in die Füße. Cuadrado. Cuadrado. Oh, das ist natürlich bitchig, dass er den nicht macht. Aber naja, dann kann ich auch eine 100%ige bei uns dazu zählen, die nicht reinging. Oh, und Klose verliert den zweiten Kopfball, wenn es Tor leer ist. Naldo, nochmal rübergelegt, aber leider auf den Gegner. Aber Naldo ist halt auch ein Innenverteidiger. Marquisio. Marquisio, zieh mal durch, Jung. Zieh mal durch und bring die Flanke auf Miro Klose. Und das macht er dann natürlich abnormal geil. 2:0 komplett unverdient. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und der Gegner quittet auch. Na gut, das ist dann natürlich ein bisschen pussyhaft von ihm, aber kann ich nichts gegen sagen. War natürlich komplett unverdient, hier 2:0 zu führen. Der Gegner war unglaublich stark. Handanovic auch 10,0. Der Gegner war unglaublich stark. Statistikmäßig ist es sogar, wir sind sogar prinzipiell einen Ticken besser, weil wir einen Schuss mehr aufs Tor haben. Aber vor allem der Ballbesitz, das wundert mich ja übel, dass ich fast gleich Ballbesitz habe wie er. Das Spiel kam mir so vor, als ob er 60-65% Ballbesitz hätte. Und vor allem meine Passgenauigkeit ist eigentlich auch in Ordnung mit 83%. Nee, mal ohne Scheiß, das hat mir richtig gut gefallen, was der zusammengespielt hätte. Und ehrlich gesagt, ich hätte mich mit einem Ein-Tore-Vorsprung seinerseits auch nicht unbedingt beschwert. Ich würde sagen, jetzt wegen der Endphase auch, wären Unentschieden zur Halbzeit gerecht gewesen, aber auf keinen Fall ein 2:0 für mich. Wir können uns das gerne nochmal angucken. Hier, erste Mal in der dritten Minute. Nee, das war gar nicht mal so. Na gut, doch, eigentlich ist das auch Luck. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist vielleicht jetzt. Na, es ist auch nicht unbedingt eine 100%ige, aber es ist eine verdammt gute Chance, die wahrscheinlich auch verdammt oft reingeht. Das heißt, nehmen wir das mal als 99er Chance. Und da habe ich natürlich schon Luck, dass die nicht reingeht. Dann machen wir aber im Gegenzug einen relativ lucky Tor. Nämlich hier mit Klose. Aber wie gesagt, da ist er auch selber schuld. Davor hat er mich schon nicht attackiert. Hier attackiert er mich auch nicht. Und ja, dann komme ich halt hier mit Klose zum Schuss. Aber das ist dann natürlich lucky, dass dann sozusagen der perfekte Pass auf Kandreva dabei rauskommt. Und ja, der macht ihn dann rein. Und hier, das war dann natürlich übelst Luck. Draxler komplett frei hier. Ja gut, er hat halt das Problem, dass er dann relativ nah an Handanovic steht. Aber auch wieder eine super Chance für Draxler. So, jetzt geht's gleich weiter hier mit den Chancen seinerseits. Gut, das Ding sehe ich jetzt mal nicht als 100%ige. Das ist ein Aogo mit Gegenspieler vor sich aus 18, 19 Metern. Deswegen, das sehe ich jetzt nicht als 100%ige, aber war natürlich auch eine Chance. Nächste Chance, hier mit, weiß ich nicht, war ein Eckball. Deswegen zähle ich das mal nicht als normale Chance. Aber auch wir hatten dann nochmal Chancen. Klose hier, den kann er natürlich schon reinmachen. Dann hier Cuadrado, den muss er reinmachen. Cuadrado, da sieht man auch wieder, wir sind eigentlich komplett eingeschirmt von seinen kompletten Leuten, aber er attackiert einfach nicht. Und somit komme ich mit Cuadrado komplett frei aus 13 Metern zum Schuss. Und den muss Cuadrado eigentlich reinmachen. So, also das Ding muss er natürlich reinmachen. So, Chiellini hier nochmal vorbei. Hier natürlich auch noch ein bisschen lucky für den Gegner, die Latte getroffen. Und dann hier noch von Klose das Tor. Da kommen wir schön mit Marquisio über die Seite. Der bringt eine butterweiche Flanke rein. Und das ist auch ein saustarker Kopfball von Klose gewesen, muss man einfach mal so sagen. Den macht er sauplatziert ins Eckchen rein und da hat sein Keeper keine Chance mehr. Ich sag jetzt mal so, kurz nach dem Spiel, zur Halbzeit wären Unentschieden gerecht gewesen. Weil wir einfach 300%ige hatten und er 200%ige, glaube ich. Oder auch drei. Ja, geben wir ihm auch drei von mir aus. Und er einfach geil gespielt hat. Mir hat einfach sein Spielstil gefallen. Das ist der Spielstil. Na gut, was heißt gefallen? Mir geht dieser Spielstil eigentlich auf den Sack. Aber mir geht er eigentlich auf den Sack, weil er halt effektiv ist und er das gut umgesetzt hat. Leider kann man sowas nicht sehen. Spielhöhepunkten sind ja immer nur so Schüsse und so. Aber ich meine, ihr habt es ja selber gesehen. Er hat immer schön gedribbelt, hat gewartet und gewartet und gewartet. Aber dann hat er diese Lobpässe am Ende auch noch so geil gespielt. Das muss, ja, einige von euch sagen vielleicht Lobpässe scheiße und so. Aber spielt erstmal so Lobpässe wie er hier. Weil ich meine, ich kann mich an keinen Lobpass von ihm erinnern, der nicht durchgegangen ist. Und ja, das musst du halt auch erstmal hinkriegen. Und deswegen wirklich Respekt an den Gegner.
Man muss vielleicht dann nicht beim 2-0 quitten, aber ich kann ihn in dem Spiel sogar schon teilweise verstehen, weil 2-0 war halt auch einfach zu hoch. Wenn es jetzt irgendwie 1-0 gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich auch weitergespielt. Aber 2-0 war halt auch einfach zu hoch, aber dass man so schnell quittet, muss halt auch nicht sein. Vor allem, er hatte ja auch die Chancen. Und wenn er da dann einfach noch ein bisschen weiterspielt, ja, dann kann er natürlich auch ganz schnell noch den Anschluss machen und natürlich auch den Ausgleich und Führungstreffer. Ich meine, das haben wir des Öfteren schon bei mir vor allem erlebt, also gegen mich leider. Und ja, jetzt haben wir wieder minus 842 Millionen Münzen, heftiger Kerl, Massive. Wir kommen leider nicht in den Shop, tut mir leid, sonst hätte ich jetzt nochmal was gezogen. Er hätte natürlich das Ding auch noch drehen können, aber naja, er war wahrscheinlich ein bisschen ragig. Aber ich habe schon gewusst, dass er spielen kann. Ich meine, ihr kennt das selber, wenn wir zum Beispiel mit unserem Non-Rare-Team spielen, ich glaube, unser Non-Rare-Team hat noch keine einzige Niederlage. Für die Leute, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, zeige ich das auch nochmal. Oder auch nicht. Ich hab's mir schon gedacht, weil er hat natürlich in dem Non-Rare-Team nicht nur Non-Rare-Spieler, sondern auch noch OP-Non-Rare-Spieler. Dazu zähle ich jetzt mal Eder, De Bruyne, Draxler. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wen er in der Verteidigung hatte. Aber diese drei Jungs alleine schon mal, die ziemlich OP sind. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, oh, das könnte relativ schwer werden gegen ihn. Und das muss ich auch sagen, es war kein leichtes Spiel. Na, 300%ige zwei reinmachen passiert bei mir auch nicht so häufig. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Ding geschippt haben. Ich schmatze auch die ganze Zeit. Das liegt echt daran, weil mein Mund taub ist und ich nicht so ganz, nicht immer mitbekomme, wenn ich irgendwie, wenn mir der Speichel rausläuft und dann muss ich mal so ein bisschen rumschmatzen. Aber naja, scheiß drauf. So, hier hat sich eh schon wieder alles aufgehangen. Deswegen würde ich mal sagen, beenden wir das Video jetzt hier. Ja, leider kein komplettes Gameplay. Es tut mir leid. Und das erste Spiel, ich kann es gar nicht bewerten, weil er hat sofort nach seinem Treffer, wo noch gar nicht viel rum war, diesen Bug sozusagen eingesetzt. Und danach konnten wir natürlich auch nicht ordentlich spielen. Wir hätten wahrscheinlich das Ding mit Cuadrado gemacht, wenn es halt einfach mal nicht geleckt hätte, weil wir komplett frei auf den Keeper zugelaufen sind. Aber naja, das ist alles hätte, wäre, wenn. Und mir ist ja Latte, soll er seine Cheater-Reihen da machen, weil, ja, ich meine, mich betrifft es ja im Prinzip nicht, weil ich kann ja gleich einen neuen Gegner suchen. Und deswegen soll er mal schön weiter drauf hincheaten. Und gut ist die Sache. Ja, für mich ist es einfach cheaten, weil ich meine, wer nur die Liga 1 irgendwie gewinnen kann, indem er hier irgendwie irgendwelche Abbruch-Cheats benutzt, was es ja einfach ist. Es ist natürlich prinzipiell ein Bug, dass das überhaupt möglich ist. Aber dass man das dann halt selber nutzt, okay, ist jedem selber überlassen. Aber ich persönlich finde das jetzt nicht so super. Aber okay. Gut, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal Funken vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.